Fuck you. Jo, das war wohl ein Fail. Ich habe die Kiste nicht dicht bekommen. Sieht man es im Bild, ich hoffe es. Ich habe ja hier eine Unterdruckanzeige. Und ja, hat nicht funktioniert. Wird nicht dicht, der Rand ist zu klein um die Drosselklappe, um die Öffnung herum. Ja, Benzindruck kann ich machen, was ich will. Mit dem Druckregler, wenn ich mehr Druck gegeben habe, sprang er überhaupt nicht an. Ich denke aber, der Benzindruckregler hat einen zu großen Innendurchmesser. Leider. Jo, scheiße war's, aber eine Erfahrung wert. Also, wenn ihr eine Drosselklappe aufbohren wollt, dann geht auf 42 mm. Habt ihr schon ca. 25% mehr Öffnung. Ist dann halt dicht, man braucht nichts schweißen, man braucht nichts zu kleben, kneten oder machen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und ja, Zukunft weiß ich Bescheid. Also, es gibt für alles ein Limit. Wie ich da überhaupt drauf kam, im Internet gibt es eine Seite von Nerd Garage, gibt einfach 45 mm Monojet ein bei Google oder Suchmaschine und dann findet ihr die Seite und sehr aufschlussreich ist die Seite auch nicht, ob derjenige das jemals so richtig zum Laufen gebracht hat. Der hat es natürlich noch eine Stufe weiter getrieben und ist auf E85 gegangen. Da braucht man natürlich extrem viel Sprit. Ich weiß nicht, wie er den da reinkriegen will. Wahrscheinlich hat er es deswegen auch überhaupt nicht hingekriegt. Und naja, in diesem Sinne, ich hoffe, wir haben was gelernt. 42 mm Drosselklappe ist Maximum bei der Monojet. Und ich hoffe, jetzt gibt es auch mal ein paar mehr Videos, wenn das Wetter mal besser wird. Wenn man schon bei den aktuellen Gegebenheiten nicht ja, quasi vor die Tür gehen kann und auf Treffen fahren kann, weil alle absagen oder abgesagt sind und ja, ist halt scheiße, kann man nichts machen, hoffen wir bleiben alle gesund und ja, macht's gut.